Hallo YouTube und seid alle recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge TCG Card Simulator. So, willkommen hier wieder bei Bufftis Laden. Wir machen weiter. Wir haben hier ein bisschen umgeräumt. Ihr seht schon, wir haben auch Lizenzen freigekauft. Also, nicht Lizenzen, sondern hier den Raum freigekauft. Da hinten in die Ecke passt halt leider nicht. Die Karten, die wir an Mehrwert gezogen haben, die hat Bufftis alle schon verkauft. Und dann habe ich das mit die Bündel rausgekriegt. Das sind tatsächlich auch weiße. Das ist da auch weiß, gold, pink. Aber ich kann euch zeigen. Ich habe versucht, diese weiße Kiste von dem. Ich habe die von dem. Na, sag doch mal. So ist denn das hier? Schicksals. Das sind aber separat. Ich kann nicht die weißen Bündelboxen in die Tetra-Boxen machen. Wir müssen dafür auch separat im Verkaufsraum. Guck mal, hier steht Destiny Bulkbox. Und hier steht drauf. Können wir mal kurz nehmen. Tetra Base Bulkbox. Ne? Also wir können die nicht mischen. Sondern wir brauchen dafür auch ein separates Verkaufsregal. Gut, ansonsten seht ihr, das läuft hier alles. Ich habe schon, wie versprochen, haben wir gesagt, wir ziehen hier mal Packs hier einfach. Ich habe von jeder Sorte eine Box mit Packs hier gekauft. Mit so einer Megabox. Und na, schauen wir mal, was das wird. Ich glaube, 400, also 500 Euro knapp haben wir eingesetzt. Ich hoffe da, dass wir das rauskriegen mit dem Umsatz. Ansonsten, wie gesagt, lasst ja einen Like da, meine Freunde. Auch ein kostenloses Abo an die Neuen. Ne? Und schreibt gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wir arbeiten uns jetzt hoch. Ich werde jetzt als nächstes dann noch das nächste Kartenset freispielen, hoffentlich. Ich muss mal gucken, ich glaube, die Rechnung, alles sind bezahlt. Dass ich somit die nächste Sorte von Karten frei machen kann. Müssen wir mal gleich schauen. Oh, naja, das ist so ein Solala-Box. Gut, man muss auch ehrlich sagen, in der letzten Folge, die Box, die war ja wirklich sehr genial. Eine Geisterkarte drin, lauter neue Karten für die Sammlung und so. Also das war schon crazy. Auch teure doppelte Karten, muss man auch sagen. Na, also da war ja durch diese 130 Euro Karte, die wir doppelt gekriegt haben, war der Einsatz ja schon als, oh, schön 227 Euro Karte. Und die ist doppelt und somit haben wir schon jetzt die Hälfte an Kosten, an Unkosten raus, was uns alle vier Boxen gekostet haben. Sehr gut. Werden wir auch gleich zum Verkauf anbieten natürlich wieder, wir sind ja da zügig. So, dann die verkaufen wir für 250 und das werden dann genau die 50 Hälfte schon. Und das ist aber erst die erste Box. Wir haben ja 16 Boxen. Von jeder Sorte halt, wie gesagt, 4. Das ist das jetzt, was wir alles da schon drin hatten. Und das nicht mehr. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3. Nehmen wir einfach mal hier nochmal davon 4 hier. Und dann können wir hier nochmal 2 nehmen. 1, 2. So, und dann ist das auch hier Ritz. So, nehmen wir uns mal gleich die nächste Box. Unsere Lagerarbeiter stehen rum, die haben nichts zu tun. Das heißt dann ohne Stutet. Wenn die immer nur rumstehen, dann wird nur Stück hoch, weil sie nicht zum Einräumen haben. Ne? So, schauen wir mal. So ein paar neue Karten noch, wären schön. Ja. Ein paar neue Karten wären auch schön. Glaube ich, wa? Mit neue Karten. Ja. Nö. Ja, ich habe auch den einen Tisch da jetzt hinten erstmal auf der anderen Seite hingestellt, weil das hat leider mit einem Ausbau nicht gereicht. Ich hatte ja eigentlich gedacht, das reicht, aber das reicht halt nicht für den Tisch, deswegen habe ich den erstmal jetzt da rechts hingestellt, dass alle 10 Tische zum Spielen da sind, weil das läuft ja doch sehr gut. Also jetzt, wie gesagt, ziehen tun wir wirklich gut, aber leider ist hier noch keine neue dabei. So, dann kassieren wir mal hier die Leutchen ab. Hier für 4 Euro, ja wunderbar. So, hier auch nochmal ein Kärtchen. 13 Euro gibt es hier zurück.
Und dann haben wir die. Da seht ihr, die Boxen kaufen die wirklich sehr gut mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Also da können wir uns echt ja nicht beschweren, das läuft wirklich sehr gut. Wie die Boxen mittlerweile kaufen. So. Ich mache noch eine 33-Euro-Karte. Die war Oma 43 wert. Die ist auch ganz schön gefallen. Okay. Also, das war auf jeden Fall. Wir haben zwei Packs hier gezogen. Wenn jetzt überlegt hättet, das sind jetzt hier alles noch das, was wir jetzt einzeln gezogen haben, hier diese 8 und 9 Euro. Die durch die 34-Euro-Karte, also 300 Euro, haben wir schon wieder raus, wenn wir das alles verkauft haben. Da müssen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen. Eine 500 haben wir für alle vier Kisten bezahlt. Karte und ehemal eine 418er für 476. Gut, da steht noch einer an. Kann er auch haben, wunderbar. Gibt es 11,11 € zurück. Da kauft noch einer was. Die Karten wurden heute gut gekauft, da ist die Kiste schon leer. Genau, dann lassen wir den jetzt hier nochmal schnell kaufen. Dann haben wir ja fast Level 43 erreicht. So, 2,96 zurück. So, dann werden wir mal weiterziehen. Wie gesagt, 300 Euro schon aus der ersten Box bis hierhin. Ohne den Kleinkram. Die Kleinkram machen ja auch noch Bündelkisten, dürfen wir nicht vergessen. Die 3, 4-Euro-Karten. Ne, ihr seht ja hier, auch das sind ja, auch, das dürfen wir nicht vergessen. Das kommt nur dazu, wenn ich dann hier 100 Karten dann davon den ganzen Haufen habe, ist die Bündelkiste auch nochmal in 150 Euro wert. Ne? So eine große. Alter, hört auf. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Das ist meine beste Karte bis hierhin. 6.399 Euro. Wow. Wow. Puh, Leute. Wow. Yes, Mann. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine da. Da geht aber ein richtiger Kick durch, Alter. Oh, Leute, schreibt mal rein, komm, habt ihr denn auch so, wenn so eine, da zieht aber eben erstmal völlig durch den Magen alles. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wow. Cool. Also Wahnsinnskiste. Also das Pack Opening, das hat sich ja bis hierhin jetzt schon gelohnt. Und jetzt, wie gesagt, die Boxen und dann ist erst eine von drei Kisten leer. Vielleicht haben wir noch Glück und kommen hier noch ein paar neue. Auch von die kleineren Summen, so mal eine neue. Sehr gut. Man muss halt einfach nur aussprechen, ne? Ich brauche neue Karten. Zack, zack. Und dann fallen die. So, der Peckner. Und das war für die Wahnsinn. Nicht schlecht, Mann.
Cool, so, dann machen wir erstmal Tagesabschluss. Nicht schlecht. Oh, wir haben nur noch 8 unzufriedene Kunden. Sehr gut. Sehr gut, das werden dann so ein paar Preise sein, aber alle Preise, Leute, schreibt mal rein, alle Preise, kann ich jeden Tag hier die Preise durch den Marktpreis anpassen, das geht nicht. Macht ihr das? Schreibt meine Kommentare, aber das lobe ich ja nicht fast. Macht ihr das denn, nee, wa? Das ist ja Wahnsinn. Das da durchzugehen alles. So, jetzt nehmen wir die hier. So, ja, der erste Karton war ja Wahnsinn. Schön. Natürlich werden die jetzt vom Wert sinken, aber wie gesagt, werdet ihr auch die untere eine Kategorie jetzt da unter ist, jetzt die epische, aber trotzdem könnt ihr auch Geisterkarte und Kracher drin sein. Oder halt neue Karten für die Sammlung, ne? Für unser Album. Ich hoffe, versprecht mir da jetzt auch einige, hoffentlich, dass wir hier auch so 2-3 neue Karten in diese Packs haben. Für die epische Reihe. Wäre schon cool. Ne. Da waren schon mal keine drin. Wir können auch die Rechnung da bezahlen, Leute. Die Tagesrechnung. So. Miete ist natürlich jetzt auch ein bisschen gestiegen, weil wir den Laden wieder ausgebaut haben. Die schon haben. Haben wir schon. Okay, die war jetzt ein 100er Wert. Also anhand des Verkaufspreises, jetzt haben wir eine 100er, wir waren vorhin bei 300, sind 400 plus eine Bündelkiste mindestens Gold und eine mindestens in diese epische Pink. Also den Einsatz für die 4 Kisten, die wir ausgeben, haben wir locker raus. Wir haben ja auch noch 10-Euro-Karten, 8-Euro-Karten, die wir da schon hingepackt haben zum Verkauf. Also das haben wir auf jeden Fall schon raus. Nur anhand einfach jetzt ohne die neuen Karten, ne? Diese 6.000-Euro-Karte und so, das ist ja neue, die behalten wir im Album, aber einfach jetzt das, was wir doppelt gezogen haben. Für den Verkauf ist das schon bezahlt und somit haben wir diese neuen Karten für 6.000 so eigentlich für low. Ne? Aber hier ist halt leider noch nichts Neues drin. Nee. Lass mir mal hier ran. So. 2 haben wir noch von den epischen. Okay. Aber halt nichts Neues. Nichts Neues. Schade.
Schön, eine Fullkarte. Haben wir aber auch doppelt. So, damit haben wir jetzt durch die 200er Karten hier auf jeden Fall jetzt dann sind 500. Wir machen ab jetzt, ab sofort, was wir jetzt alles ziehen. Egal, ob wir später in unsere Bundel packen, damit die 100er Bundel oder jetzt noch ziehen. Ist alles hier win. Aber wie gesagt, das Pack Opening brauchen wir ja nicht diskutieren. Ist bis hier ein voller Erfolg. Auch wenn wir jetzt bei die epische Kiste jetzt keine neuen haben. Honobi. So, das müsste jetzt vorletzte Pack sein. Nee. Gut. Aber nicht schlecht. So, dann kann das weg. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch nachkaufen müssen. Was fehlt denn hier bei uns im Lager? Die Sterne auf dem Podest hier. Da können wir eigentlich gleich zwei kaufen. Das haben wir alles noch, das ist alles da, das sieht alles gut aus. Hier unten haben wir auch noch genug, da haben wir auch noch genug. So, was fehlt uns hier? Das Poster immer für... Dann können wir eigentlich immer das kaufen und dann davon zwei kaufen. Das haben wir noch alles. Wir brauchen blaue Kisten. Ja. Definitiv. Das ist alles noch da. Wir brauchen von die gelben, okay. Da vorne könnten wir eigentlich eh mal kaufen, jawohl. Und wir brauchen eh mal Würfel, und zwar die mit die Kronen drin, okay. Die hier. Da können wir auch gleich eigentlich zwei Packungen kaufen. Gut, dann lassen wir die mal das einräumen hier und gucken wir mal. Das müsste eigentlich das alles hier gewesen sein. Ziehen wir noch ein Pack, bis die das aussehen soll. Wir nehmen mal die Kiste hier. So, schauen wir mal, was wir hier so alle draus kriegen. Okay. Auch nichts bei. Ja, ihr merkt schon, neue Karten wird immer schwerer, ne? Immer schwerer, neue Karten zu ziehen. Unglaublich. Ich muss ja nicht wissen, wie viele Packs wir hier noch aufmachen müssen, bis wir mal die 1000 erreicht haben. Alleine nur die 1000. Und dann fehlen ja immer noch 320 Karten. Das kommt ja auch noch dazu. So, gucken wir nochmal nach. Dann können wir nämlich schon mal den Laden nebenbei laufen lassen. Aber jetzt ist alles da. Gut, schön. Oder sind bloß noch 11. Gut, dann machen wir nämlich den Laden auf. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Rechnung ist alles bezahlt. Wie gesagt, ich würde gerne denn als nächstes diese 5000 Euro Lizenz für die neuen Packs dann nehmen. Das würde ich schon machen. Dass wir die auch anbieten können. Weil die Rechnung haben wir ja bezahlt. Wie gesagt, wenn hinten die Karten, wir haben ja noch die 200 Euro Karten als Duplikat und bestimmt ohne 1, 2, 8, 9 Euro Karten. Die kommen auch alle im Verkauf heute. Hm.
Das soll ja nicht sein. Das soll ja nicht sein. Auf jeden Fall keine neuen. Ne? So, da können wir eine neue Flasche machen. Da können wir erstmal hinten auch Karten anpassen. So, immer die für 117 hier. Dann haben wir diese hier für 117, dann ist hier ohne 34 Karte hatten wir ohne, sehr gut. Dann hatten wir hier eine für 12, na seht ihr, das läuft doch. So, dann haben wir die hier noch. Na, da habe ich schon wieder 300 Euro Umsatz hier drin, was wir da rausgezogen haben. Noch eine 9 Euro Karte und dann immer hier noch mal und dann die können wir hier für 10 verkaufen. So, dann ziehen wir weiter Packs. Der Laden läuft ja. Na, hoffen wir mal, dass wir jetzt bei die seltenen vielleicht ein, zwei neue Karten noch dazu bekommen. Also das ist halt, wie gesagt, bis jetzt haben wir halt bei Episch und seltener keine neuen. Dafür hat es richtig gekracht, krachtet bei die legendären. Vom Wert her okay. Aber soll ja nicht sein. Gut, ich würde sagen, Leute, das sollte für die Folge aber gewesen sein. Wir gucken in der nächsten Folge weiter, Pack Opening, und dann würde ich sagen, Dankeschön für Zuschauen. Lasst ja ein Like da, kostenlos ein Abo, dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tududu.